Moin Freunde, seit einigen Wochen läuft hier auf Disney Plus die Star Wars Serie The Mandalorian. Und ich habe gedacht, ich mache jetzt hier eine spoilerfreie Kritik. Ich bin Dennis und das ist eine neue Folge Nerdcheck. Der mandalorianische Protagonist Din Djarin ist ein Einzelkämpfer, der 5 Jahre nach dem Untergang des Imperiums sein Geld als Kopfgeldjäger verdient. Durch das Aufspüren und in Gewahrsam nehmen von Flüchtigen hat er sich in der Gilde der Kopfgeldjäger einen Namen gemacht. Von einem imperialen Auftraggeber erhält er die Aufgabe, einen 50-Jährigen aufzuspüren. Der Mandalorianer stellt fest, dass dieser 50-Jährige ein Kind und somit von weit größerer Bedeutung ist, als er es je hätte ahnen können. Das kann man kurz und knapp sagen bei diesem Aushängeschild des Disney Plus Streamingdienstes, was ja schon länger jetzt in den USA gestartet ist. Hier natürlich am 24. März 2020 in Deutschland und dann natürlich auch anderen Ländern. Aber trotzdem, dann ist da natürlich auch The Mandalorian gestartet. Jede Woche gab es halt eine Folge und ich habe natürlich jetzt alle 8 Folgen gesehen und habe gedacht, okay, ich hätte sie auch auf Englisch gucken können, ich bin auf dem Presseserver, aber ich habe jetzt erstmal alles vereinfacht genommen und wollte euch nämlich jetzt eine spoilerfreie Kritik geben. Bevor ich aber anfange, mache ich mal ein bisschen Werbung und würde sagen, wenn ihr Bock habt auf neue, sag mal hier, Folgen in Nerdcheck, Nerdschule und so weiter, morgen kommt vielleicht ein Ende erklärt oder übermorgen zu The Mandalorian, lasst doch gerne hier ein Abo hier und natürlich aktiviert die Glocke. Ja, wenn ich jetzt weitermachen würde mit dieser spoilerfreien Kritik, muss ich aber euch trotzdem nochmal ein paar Fakten liefern. 100 Millionen US-Dollar kostet diese Serie, wurde ja produziert von Lucas, wurde ja halt hier umgesetzt von LucasArts und ist natürlich eine Idee von Jon Favreau, den man ja kennt von Spider-Man, der selber als Schauspieler da fungiert, als Happy und natürlich dann auch als Regisseur das umgesetzt hat. Und hier hat er einfach auch die Idee gemacht und ist auch hier als Drehbuchautor involviert und ist natürlich aber auch nochmal der Executive Producer. Ja, 2018 hat er diese Idee dahingelegt und man muss aber auch dazu sagen, diese Idee gibt es schon ein bisschen länger im Raum, aber es kam diese jetzt wirklich nochmal richtig ans Licht 2018 und hat diese Hammer-Serie wirklich umgesetzt. Muss man einfach sagen, ist eine gute Serie. Und warum? Dazu gibt es nämlich jetzt die Pro-Seiten dieser Serie. Man muss sagen, 8 Folgen gibt es hier in diesem The Mandalorian-Universum, in dieser Serie, sag ich mal. Und die gehen teilweise 30 bis 40 Minuten. Man merkt, die ersten Folgen sind wirklich sehr, sehr kurz und, sag ich mal, schnell durchgesuchtet. Darum ist das gar nicht schlecht, dass man natürlich mal jede Woche darauf gefiebert hat. Diese Politik fand ich gar nicht schlecht. Was natürlich manchmal bei manchen vielleicht so aufgestoßen ist und man gesagt hat, okay, es wäre vielleicht nicht so toll gewesen. Man hätte gleich das durchsuchten können, klar, wäre es schöner. Aber man muss auch sagen, diese Serie kostet 100 Millionen US-Dollar und man sollte diese vielleicht auch genießen. Und das haben sie auch geschafft. Man muss einfach sagen, mit dieser Technik, der Stagecraft, das ist ja die neue Technik der Flüssigkristalle. Man nimmt ja kein CGI, kein Greenscreen in diesem Fall. Man nimmt ja gleich dann diese Portierung auf diese Videoleinwände und man kann es dann live gleich auch sofort sehen. Macht Sinn, vielleicht auch günstiger an dem Preis, wenn man überlegt, 100 Millionen US-Dollar. CGI geht ja sehr viel weg, also überhaupt die Visual Effects kosten sehr viel. Man sieht es in den Filmen, wo es halt einfach untergeht und man muss dann halt auch mal Einsparungen machen. Man muss aber auch mal überlegen, 100 Millionen US-Dollar kostet diese Serie, The Witcher zum Beispiel, kostet 150 Millionen US-Dollar und sah teilweise nicht so gut aus wie The Mandalorian. Dann, was ich natürlich auch sehr gut fand in dieser Serie, ein Wiedererkennungswert, ist die Musik. Von Ludwig Göransson ist diese komponiert worden. 20 bis 30 Minuten wurden teilweise Soundtracks geschrieben für eine Folge. Für eine Folge, den man natürlich auch kennt als Komponist für die Filme Creed 1 und 2. Dafür hat er einen Oscar bekommen und da muss man auch hier sagen, das Intro ist einfach wirklich, hat einen Ohrwurm-Effekt und man möchte diese Musik einfach genießen. Trotzdem muss man sagen, all dieses kann vielleicht nicht funktionieren, kann schon funktionieren. Es ist natürlich in Star Wars Universum angelehnt, aber was natürlich auch nochmal Sinn macht, es spielt ja auch 9 Jahre nach Krieg der Sterne. Und das ist einfach auch nochmal, wo man sagen kann, es ist sehr viel Spielraum drin. Man kann natürlich sehr viel weitermachen in der zweiten Staffel, dazu aber ja die Tage ja mehr. Und man hat sehr viel Fanservice.
Ich werde jetzt hier nicht spoilern, aber eine kleine Sache muss ich euch nämlich trotzdem mal erzählen, was einfach genial war. Man sieht natürlich sehr viele Rassen, man sieht sehr viele Easter Eggs in diesen Teilen, in diesen Folgen. Und man muss einfach sagen, ja, genial sind die Stormtrooper, die dich einfach nicht treffen können. Hier ist es einfach so dermaßen Slapstick-mäßig in der letzten Folge und natürlich auch anderen Folgen, aber es ist einfach der Burner. Wenn sie nicht treffen, und wieso, weshalb, warum, wird es nochmal ein bisschen angedeutet. Es ist einfach genial hier. Und der Fanservice ist meiner Meinung nach, haben viele ja auch bemängelt, wirklich gut und tut dieser Serie auch wirklich gut. Man muss aber auch sagen, dieses Slapstick-mäßige gehört einfach auch zu Star Wars. Kommt hier teilweise nicht so oft vor, aber in manchen Folgen merkt man das einfach und es ist einfach Star Wars. Und es muss auch so ein bisschen so sein. Trotzdem, es ist immer noch eine Star Wars Western Serie, wie man das so ein bisschen betiteln kann. Und ja, da gehört auch ein bisschen Fanservice dazu, meiner Meinung nach. Dann die Story. Story, muss ich sagen, fand ich, sag mal, von durchwachsen. Ja, was heißt durchwachsen? Das ist aber schon wirklich vielleicht meckern auf hohem Niveau. Eher wirklich solide ist auch. Ich sag mal so, es ist wirklich solide bis sehr gut. Wir haben da ein paar Folgen, die wirklich sehr gut sind. Folge 7, sehr gut, auf jeden Fall. Das Ende, Folge 8 fand ich gut, bis sehr gut, das ist so ein Mittelding. Natürlich, die ersten beiden waren auch wirklich gut gemacht. Und in der Mitte, okay, stimmt schon, flacht es vielleicht ein bisschen ab und so weiter. Die Folge 6 war ja so eine Füllerfolge, muss man dann auch sagen, hätte man vielleicht ein bisschen anders machen können. Aber in der Mitte ist es trotzdem spannend, auch erzählt. Aber man dreht sich jetzt nicht im Kreis und so weiter. Ist einfach so, der Mandalorianer ist natürlich auf der Flucht, sage ich mal, und es ist wie in so einem Kopfgeldjäger, sag mal, in dieser Storyline, es muss ja trotzdem irgendwie erzählt werden. Es ist zwar in der Staffel, wird es ja noch ein bisschen mehr erzählt sein, aber klar ist es vielleicht ein bisschen ruhiger in der Mittelteil. Trotzdem macht es auch einiges an Sinn, dieses vielleicht so gesetzt zu haben und nicht immer den roten Faden zu gehen, weil er verliert so ein bisschen den roten Faden und dann nachher macht es auch wieder Sinn und so weiter und hat den roten Faden wieder eingeholt. Und man muss auch sagen, die Story ist schon spannend, hat paar auch klar seine Fehler vielleicht drin oder ist vielleicht manchmal nicht so actionlastig. Trotzdem ist das hier so ein Zwischending zwischen Pro und Contra, würde ich mal so behaupten. Dann schauspielerisch ist auch so ein Mischding, sage ich mal. Man muss einfach wirklich sagen, das Gute an dieser Serie ist dann teilweise Action, CGI, natürlich die Story, so ein paar Punkten, sage ich ja, habe ich ja gerade erzählt. Aber schauspielerisch ist es manchmal wirklich, wo ich sage, Pedro Pascal macht wirklich seine Arbeit als Mandalorianer, als Din Djarin, wirklich sehr gut. Man muss überlegen, er hat einen Helm auf die ganze Zeit und man merkt diese Mimik, die vielleicht dahinter steckt und so weiter. Einfach, der portiert das sowas von super gut über diese Rolle rüber, so in Deutsch hier. Und das ist einfach wirklich gut umgesetzt. Das ist wirklich gut umgesetzt. Man muss einfach ihn auch dafür loben, dass er da einfach einen Helm auf hat. In Game of Thrones hat er eine kleine Rolle gehabt. Hier spielt er die Hauptrolle. Und natürlich ist er auch nochmal Carl Weathers zu erwähnen. Hier als Keith Carger, der ja, natürlich, sag ich mal, der Grief Carger. Mensch, Grief Carger. So, und der mit Cara Dune so ein bisschen noch die Hauptrollen oder eher die, das sind ja schon die Nebenrollen, sag mal, da darstellt. Aber da muss ich sagen, Carl Weathers ist natürlich ein bisschen besser. Und in diesen Folgen spielt er mit guter Laune und hat auch Bock auf diese Rolle. Cara Dune ist, glaube ich, da manchmal an ihre Grenzen erlangt, macht die Action-Szenen, die werden gut choreografiert. Aber das Problem ist einfach, ich finde, sie ist eine mittelmäßige Schauspielerin und sie macht ihre Sache so weit solide, aber es ist wirklich keine gute Schauspielerin. Das ist dann vielleicht auch meckern auf hohem Niveau, aber ja, also das ist dann auch wirklich vielleicht das Kontra-Ding an dieser Serie. Aber man muss überlegen, 100 Millionen US-Dollar, dann ist auch irgendwann auch das Budget erreicht, wo man sagen kann, ich kann jetzt nicht diese ganzen Premium-Schauspieler nehmen, vielleicht in der zweiten Staffel. Dann kommen wir auch eigentlich zum Ende und da ist so ein bisschen mein Fazit. Es ist eine sehr gute Star Wars Serie, die man umgesetzt hat. The Mandalorian, 8 Folgen an der Zahl, sind kurz und knackig, nicht zu lang, nicht zu kurz. Könnte manchmal vielleicht 2 Folgen mehr sein. 2 Folgen mehr hätte noch mal natürlich so mal Spaß gemacht, aber man merkt doch, dass da Geld drin steckt. Da ist noch mal Luft nach oben in Staffel 2. Doch soweit gute Schauspieler, die Musik, die visuellen Effekte machen hier Spaß und die Kamerafahrten toppen auch nochmal alles. Und natürlich die Easter Eggs Fanservice hat so ein bisschen mein Herz zum Pochen gebracht. Und es ist eine doch zu Recht gehypte Serie.
Und deshalb bekommt diese Serie von mir eine 8,5 von 10. Und ja, darum ist auch noch ein bisschen Luft nach oben für Staffel 2. Was sagt ihr denn dazu? Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Ne, das ist der Weg, in die Kommentare schreiben. Und natürlich liken, abonnieren. Und ich würde sagen, ich habe gesprochen.